Willkommen zu Ni no Kuni 2 Remnant Kingdom in der Würfelfabrik. Und wir holen uns den ersten Beweis. Gucken wir mal. Ein riesiger Haufen Mogelwürfel. Krass. Aber die sind halt so klein, ne? Ich hab die Schnauze voll von den fitzigen Würfeln. Ich würde lieber eine riesige Mogelmaschine entwerfen. Ich bin so kreativ und meine ganze Kreativität kann ich nicht ausschöpfen. Wie unfair. Komplexe, ne? Ey du, wie viele Würfel hast du heute schon geschafft? Mir flutschen sie heute nur so richtig hart aus dem Arsch. Ja, kann ich mir vorstellen, wie die aus dem Arsch flutschen. Ja. Wo habe ich denn meine Reisebedingungen genau? Ich mache nämlich demnächst Urlaub. Na, habe ich mir noch nur eine zweite Reserve Fernbedienung irgendwo. Naja, ich habe sie verlegt. Eine Reserve Fernbedienung. Haben wir doch einen Tipp bekommen. Ja. Mein Mentor hat mir erklärt, dass diese Fernbedienungen ganz ohne Magie funktionieren. Was für eine Technik, ey. Geil. Sie stammt aus einem fernen Land angeblich. Wo es überhaupt keine Magie gibt. Ha! Ist das unglaublich? Da haben wir einen Würfelmanipulator. Wieso heißt er eigentlich Würfelmanipulator, nicht Würfelmanipulator? Also einen Würfelmanipulator haben wir einen. Roland, hier sieh nur. Ja, wie vermutet, das scheint so ein Gerät zu sein, mit dem sich der Würfel des großen Kubikus steuern lässt. Also hast du recht? Ich habe immer recht. Versteht sich. Und ich bin mir sicher, dass Sixtinius auch so ein Gerät hat. So hat er also Nürs Wald ergaunert. Und die ganzen Steuern. Und wenn wir es geschickt anstellen, können wir mit diesem Gerät Sixtinius zu Fall bringen. Allerdings brauchen wir noch einen hieb- und stichfesten Beweis, der Sixtinius mit dieser Fabrik in Verbindung bringt. Dann lass uns weitermachen. Den werden wir uns von der anderen Seite holen. Hi. Hey there. Sagt mal, wisst ihr nicht zufällig, wo ich dieses Schreiben hingelegt habe? Naja, okay, dann ist, naja, auch egal, aber es ist wichtig halt, ne? Ja, ich bin ja selbst schuld, wenn ich das nicht richtig abhefte. Aber so ist das nun mal. Man sagt ja eigentlich immer, dass Bürokaufleute, ja, ich bin ja auch einer, eigentlich ja durchaus ordentlich sind, aber in der Realität stimmt das nicht. Das ist nämlich der das Gegenteil ist das nämlich der Fall. Ich kenne keinen, der im Büro arbeitet, der ordentlich ist. Selbst die Chefin, die ganzen Chefs nicht. Also die ballern auch einfach ihre ganzen Zettel irgendwo hin und ordnen die nicht richtig ab. Und wenn es dann mal sein muss, dann machen die das mal. So bin ich halt auch. Ganz viel Schleim im Hals. Ist eklig. Aha. Die Würfel funktionieren einwandfrei. Wenn wir so weitermachen, schaffen wir das Pensum für diese Woche ohne Probleme. Das ist geil. Nice. Yes. In Goldorado haben ausgefuchste Mechanismen eine lange Tradition. Wir Oraculus benutzen sie für alle möglichen Tricksereien. Das ist vom Standes wegen unser Privileg. Und du kannst stolz sein, dass du auserwählt bist, ja. Oh, guck mal, nimm uns mal so eine Rolle mit. Diverse Werkzeuge für die Oraculus. Nicht so mit. Achso. Oh, schade. Was haben wir denn hier? Aha! Sixtinus
Sixtinius Anordnung. Oh! Nimm mal da, dieses Dokument. Das hat Sixtinius Unterschrift drunter. Aha. Tatsächlich. Das ist der Erlass, mit dem er die Entwicklung von Mogelwürfeln in dieser Fabrik anordnet. So ein Dokument hätte eigentlich sofort vernichtet werden müssen. Lampige Bürokraten gibt es offensichtlich in jeder Welt. Ja, du sagst es. Gegen so einen Beweis kann aus Sixtinius nichts machen. Hervorragend. Damit haben wir alles, was wir brauchen. Lasst uns von hier verschwinden. Ja, dann gehen wir einfach mal, ne? Eindringlinge entdeckt. Aktiviere Gefechtsprotokoll. Oh my goodness! Oh nein! Shanti! Soran! Blimey! Sorry, wir wurden ertappt. Dieses Ding ist wie aus dem Nichts aufgetaucht. Der sieht nach mächtig Ärger aus. Das schaffen die beiden sicher nicht alleine. Come on. Wir müssen ihnen helfen. Da haben wir unseren Semi-Boss-Fight. Das ist schon ein Boss, aber... ja, geht. Es ist nämlich Tigelit. Mutter Naturs irgendwas. Ja, wird es bestimmt. Ihr könnt es ja pausieren. Ich kann es jetzt momentan nicht pausieren. Lol, warte. Falscher Charakter. Man kann auch im Kampf einfach so hin und her switchen. Ich mag es nicht, mit Ivan zu kämpfen im Kampf. Wusch! Wollte wieder mit A ausweichen, so ein Monster Hunter Syndrom. Das ist so schlimm. Nehmen wir mal hier die Kanone. Ah, fuck. Richtig schön raufballern, richtig schön. Ah, nice. Level up. Also nicht für uns, aber für andere aus unserer Party. Puh, was für ein Moment. Nee, für einen Moment habe ich wirklich schon die Glocken läuten hören. Ja. Ach, zum Glück haben die Kerle in der Fabrik nichts mitbekommen. Ja. Klar. Und habt ihr Beweise ergattern können? Ja, einen Würfelmanipulator, ja. Die Wuffel. Und ein Gerät, mit dem man die Würfel des großen Kubikus aus der Ferne steuern kann. Perfekt. Damit haben wir den Windhund von Sixtinius an der Leine. Und ich habe immer noch ein Haar im Gesicht. Ich verstehe es einfach nicht. Das ist so doof. Ah, ich glaube, jetzt ist es irgendwie so. Ja. Dieser Würfelmanipulator, wie du ihn nennst, ist ein Hieb und stichfester Beweis, ja. Ivan, ich hoffe, du weißt, was jetzt auf uns zukommt. Wir werden uns ganz offen in die Angelegenheiten eines anderen Landes einmischen. Das wird nicht nur einen beträchtlichen Aufruhr zur Folge haben, es könnte auch als feindliche Handlung ausgelegt werden. Colorado könnte unser Widersacher werden. Willst du es trotzdem tun, Ivan? Ja, ein Land darf seine Bürger nicht betrügen und bestehlen. Das ist einfach falsch. Wir werden Colorado wieder auf den richtigen Weg bringen. That's the stuff, man. Gut gebrüllt, Ivan. Ja. Yeah. Genau, wenn wir nichts machen, wer denn dann? Oi. Ei, nichts anderes habe ich von unserem König erwartet. Aha. Damit wäre der Weg, den unser Land einschlagen wird, entschieden. Wir werden Colorado zu einem Neuanfang behelfen. Los, auf zu Sixtinius.
Auf geht's. Flup. Jetzt habe ich noch einen Bogen bekommen. Okay, den rüsten wir jetzt auch nochmal aus. Ja, falsch. So, nee, hier. Du hast den Bogen. So. Ja, jetzt hat sich das Menü hier vertauscht. Warte mal. Kann man das nicht irgendwie hier... Jetzt habe ich nämlich an zweiter Stelle habe ich nämlich hier ihn und nicht sie. Sie, sag ich schon, ihn hier. Das ist doch doof. Naja gut, müssen wir mit leben. Und Ring. Warte mal. Boah, können wir nochmal was ausrüsten? Ein Ring. Hier sind hier. 5-0. Ja, ob der so geil ist. Also der ist ja eigentlich gar nicht. Also zumindest für unsere Verhältnisse ist er nicht geil. Ja, was. Wie sieht's denn mit hier aus? Komm. So, dann gehen wir wieder Muffelplatz. Schauen wir mal, wie das so funktioniert. Oh, da seid ihr ja wieder. Und ist euch beim großen Kupikus irgendwas aufgefallen? Ich habe mal wieder eine Taste gedrückt und dadurch überspringe ich den Text einfach. Ist das nicht geil? Scheiße. Oberst des Orakels Sextinius. Ich spreche gar nicht so. Ich meine, Oberst des Orakels Sextinius. Ihr habt nicht nur Nür betrogen, sondern euer ganzes Volk. Jetzt gehst du aber wirklich zu weit. Es gibt doch nicht den geringsten Beweis für solche Anschuldigungen. Oder willst du etwa beim großen Kubikus wirklich etwas gefunden haben? Ihr besteht also auf eure Unschuld? Aber natürlich, ich schwöre beim großen Kubikus, dass ich nie etwas Unrechtes getan habe. Dann soll der große Kubikus auch über euch richten. Ich fordere euch auf, eure Unschuld vor Gericht zu beweisen. Indeed. Indeed, ja. Oho, oho, eine spannende Idee. Du weißt also schon, dass hierzulande alle wichtigen Angelegenheiten vom großen Kubikus entschieden werden. Steuern, Gesetze und sogar Gerichtsurteile. Bin einverstanden. Der große Kubikus soll in dieser Sache entscheiden. Wenn ihr allerdings den Prozess verliert, werdet ihr wegen Verleumdung des obersten Orakels hart bestraft werden. Ist euch sicher bewusst, nicht wahr? Was ist es? Nun, dann werde ich den Prozess auf den Wuffelplatz vorbereiten. Ich erwarte euch dann dort. Der Prozess beginnt. Jetzt wird's ernst. Roland, ich überlasse das Reden dir. Sure. Es wird mir ein Vergnügen sein. Dann werden wir mal hier richtig schön zeigen, was wir so können. Alles ist bereit für das hohe Würfelgericht. Wenn ihr keine weiteren Einwände habt, beginnen wir mit dem Prozess. Ja, wir können ruhig beginnen. Dann begebt euch auf eure Plätze. Hiermit beginnt der Prozess des obersten Orakels Sextinius. Da das oberste Orakel selbst diesmal der Angeklagte ist, werde ich die Leitung des Prozesses übernehmen. Was ist los? Es gibt einen Prozess? Und das oberste Orakel ist der Angeklagte?
Was zum Geier soll das alles? Sag mal, was sollen diese Klamotten? Das gehört sich so vor Gericht. Ja, also in unserer Welt, nicht in deren. In Angesicht des heiligen Orakels Kubikus wird nun der Angeklagte gegen das oberste Orakel Sextinius vorgetragen. Die Anklage meine ich, nicht der Angeklagte. Die Anklage lautet: Verdacht auf Falschspiel. Die Ankläger mögen nun ihr Appell vorbringen. Unter der Führung des obersten Orakels Sextinius haben sich die Orakulos dieses Landes des Falschspiels schuldig gemacht. Die Würfel, die von den Orakulos benutzt werden, sind mit einem Mechanismus ausgestattet, durch den das Ergebnis beeinflusst werden kann. Es stimmt, dass einige Orakulos sich problematisch verhalten haben, doch es ist absolut abwegig, dahinter gleich eine staatliche Verschwörung zu vermuten. Ich selbst habe natürlich nicht das Geringste mit der Sache zu tun. Eure Vorwürfe sind völlig haltlos und aus der Luft gegriffen. Wenn die Vorwürfe wirklich so haltlos sind, wie erklärt ihr denn das hier? Du legst den hohen Würfelgericht dem Beweis, das Beweismaterial vor. But das ist doch... Oberstes Orakel. Dieses Dokument ist euch offensichtlich bekannt. Sollte es auch, denn es befindet sich in eurer Unterschrift darunter. Unter einem Text, in dem ihr die Herstellung von Mogelwürfeln in Auftrag gegeben habt. Kamera zoomen. Dramatik. Oberstes Orakel, was habt ihr darauf zu erwidern? Ich weiß auch nicht. Ich war nur einen Moment verdutzt, weil ich so ein Dokument noch nie in meinem Leben gesehen habe, geschweige denn unterschrieben. Ich hätte nicht gedacht, dass die Ankläger so tief sinken würden. Denn das ist ganz offensichtlich eine Fälschung. Was haltet ihr davon, wenn wir den großen Kubikus über die Echtheit dieses Dokumentes entscheiden lassen? Das soll mal recht sein. Wir werden nun in Übereinkunft beider Seiten den Schiedsspruch des großen Kubikus empfangen. Eine gerade Zahl bedeutet, dass dieser Beweis eine Fälschung ist. Bei einer ungeraden Zahl ist er echt. Das ist er. Der Moment der Wahrheit. Bürger von Colorado. Geht genau hin. Is judged to be false. Na, die Beweise ist also gefälscht. Lady Luck has spoken. Reto, Your Majesty? Mein Auftritt, wuhu. Was zum Teufel? What is happening? The die. Something is wrong with the die. Which brings us to the crux of the prosecution's case. That Master Pugnacious knowingly manipulated Lady Luck. What? No! Yeah, with this remote control thingy. But! Das ist... Mit diesem Manipulator lässt sich steuern, auf welcher Seite der Würfel des großen Kubikus liegen bleibt. In der Fabrik, in der die Mogelwürfel hergestellt werden, konnten wir ein zweites Exemplar in unseren Besitz bringen. Mit diesem Trick ist das oberste Orakel diese Leute
Mit ihrem Trick hat das oberste Orakel die Leute um ihr Geld betrogen und nur um seinen Wald. Sixtinius? Wie bitte? Dieser falsche Hund. Und das als oberstes Orakel. Und was habt ihr dazu zu sagen? Er leuchtet ganz schön boshaft. Ich habe das für Gordorados Wohlstand. Gordorado soll ein reiches Land, ich meine nicht so, hier soll das reichste Land auf der whatever. Sieh an, dein Rückhalt im Volk schwindet. Dann ist es sicher bald soweit. Weil in solchen Momenten tauchen dann immer die Wächter auf. Und hier ist das irgendwie so ein komisches Fliegevieh. Longfang. He doesn't look happy. Oh, Longfang? Here in the city? But why? Master Pugnacious. Your right to rule has been tested and found wanting. My plan is complete. Your king's bond is mine. Ja, und dadurch werden dann Wächter mal ziemlich aggro, wenn man das Wächterband einfach so rausreißt. Hier müssen wir gegen so einen Wächter kämpfen. Gegen Fulong, der mit dem Feuer spielt. Was ist passiert? Flip! Was ist passiert? Wir hatten das Flips. Ich hab sie verloren. Wir sind in einer Zwischenwelt, in der Leere. Das ist gar nicht gut. Wenn Fulong sich nicht schnell wieder einkriegt, wird das ganze Land einfach dahin verschwinden. Darin verschwinden, also in der Leere. Was? Wir müssen... Das müssen wir verhindern. You went wrong there. Ohne das Wächterband ist Fulong nicht mehr er selbst. Wir werden ihm ein paar auf die Schnauze geben müssen, damit er sich wieder fängt. Ja, es wird nicht einfach, den Fulong zu besiegen. Mit purem Draufkloppen wirst du nicht weit kommen, Ivan. Da hast du recht, aber unmöglich ist es nicht. Wenn ein Wächter zum Zerstörer wird, dann hat er keine Kontrolle mehr über seine gewaltigen Kräfte. Diese unkontrollierbaren Kräfte strömen an bestimmten Punkten aus seinem Körper. Wenn wir uns auf diese konzentrieren, können wir ihn besiegen. Ivan sollte diese Punkte sehen können. Schließlich hat er einen Pakt mit einem Wächter geschlossen. Also mit mir. Watch your backs. Oh ja. Damit sind wir im Kampf gegen einen Wächter. Und der wird ein bisschen dauern, deswegen würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Ja, es war ein bisschen hart, hier zu cutten, aber die Folge ist vorbei. Dementsprechend werden wir jetzt nichts mehr weitermachen. Ihr seht, der ist Level 24, deswegen so Level 20 zu sein, ist schon nicht so verkehrt. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal, dann machen wir weiter. Wir kämpfen gegen Fulong, den Wächter und Goldorado. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.